Hallo und herzlich willkommen zu Ark Anunnaki. Es hat sich ziemlich viel getan seit dem letzten Stream. Und ja, ich bin gespannt drauf, hier zu sehen, was sich alles getan hat. Ihr seht schon, wir sind immer noch hier bei unserem kleinen Holzhaus hier auf unserer Klippe. Und da unten auf der Insel hat sich aber einiges verändert. Und zwar ist da der Zaun nicht mehr da. Letzte Episode stand er da ja noch, zumindest das Gate stand, glaube ich, noch. Der Zaun war auch schon abgebaut. Aber die größte Änderung, unsere Hütte ist nicht mehr da, also unsere kleine Base ist nicht mehr da. Wir hatten da ja eine richtig schöne Base stehen mit den ganzen Dinos. Und wir sind jetzt aber umgezogen mit ungefähr der Hälfte unserer Dinos oder etwas mehr. Hier stehen noch ganz viele Flieger und alle anderen sind bereits im Redwood Forest. Da wollen wir nämlich hinziehen. Und das hier geben wir auf. Das hat sich ganz günstig ergeben, sage ich jetzt mal. Mit dem Patch, der rauskam, hat es leider den No-Clip-Mod zerschossen. No-Collision heißt der. Und ja, der wird nicht mehr supported. Das heißt, den gibt es praktisch nicht mehr. Und alles, was mit dem gebaut wurde, gibt es jetzt auch nicht mehr. Und das Haus, was wir unten stehen hatten, war hauptsächlich mit No-Clip-Teilen gebaut. Das heißt, von dem Haus ist einfach nichts mehr nach. Ich habe hier schon mal ein bisschen Fleisch vorbereitet, damit wir direkt unseren Hunger stillen können. Und hier stand ja unser Haus, da ist jetzt schon ein Felsen gespawnt. Und ihr seht, unsere Sachen schweben hier so ein bisschen rum. Mal sehen, ob wir landen können. Jetzt geht's. Und ja, Lagerfeuer, Bett, Lagerkisten, alles schwebt hier so ein bisschen in der Luft. Und das Haus an sich ist einfach verschwunden jetzt. Okay, wir haben noch einiges an Ressourcen hier drin, aber nichts besonders Kostbares. Hier drüben ist so eine kleine Brutstation entstanden. Die ist, glaube ich, vom letzten Sonntag. Da gab es so ein nettes Event bei uns. Und zwar ging es da ums Dodo-Brüten. Auch ganz lustig. Und da haben sie hier eine richtig große Brutstation gebaut. Keine Ahnung, wofür man so viele hier Airconditioner braucht. Nur für ein paar Dodo-Eier. Ich denke, die Dodos sind alle ganz gut geschlüpft. Da gab es sicherlich keine Probleme. Und ja, wir sind wie gesagt umgezogen. Die Brücke war auch aus zu großen Teilen aus No-Clip-Teilen gebaut. Die ist inzwischen auch verschwunden. Das ist ein bisschen schade mit dem No-Clipping-Mod. Aber ich glaube, es gibt da noch einige andere. Das heißt, da müssen wir einfach umsteigen. Ist ein bisschen doof mit den Gebäuden, die halt daraus gebaut waren. Die sind jetzt einfach weg. Das kann man auch nicht mehr ändern. Darauf muss man sich einfach einstellen, wenn man jetzt Mods hier laufen hat auf seinem Server. Da muss man einfach wissen, das kann jederzeit passieren, dass da der Support eingestellt wird und es den Mod praktisch nicht mehr gibt. Damit muss man einfach rechnen und da sollte man sich dann auch gar nicht groß drüber ärgern. Bringt ja nichts. So, wir haben schon wieder ein Level up. Ich denke, wir gehen einfach direkt wieder in Speed. 204% ist schon mal nicht schlecht. Und ja, es hat sich total viel getan die Woche. Wir stoßen langsam in den Endgame-Content vor. Also ich nicht, aber einige Tribes hier auf dem Server. Hauptsächlich die Gestrandeten, die sind schon richtig gut dabei. Die haben jetzt schon die ersten Wyvern gezähmt. Und ja, das sagt dann eigentlich schon alles. Wyvern sind schon sehr, sehr stark. So viel stärkere Sachen laufen hier gar nicht mehr rum. Aber ich denke, da gibt es immer noch genug zu entdecken hier. Anunnaki hat so viele Tiere zu bieten. Da gibt es so viel auszuprobieren und zu zähmen. Das wird so schnell nicht langweilig. So, mal sehen, was hier auf den Inseln los ist. Hier war ja InGen eigentlich auf dieser großen Insel, hier direkt vor uns. Die sind auch umgezogen. Die haben sich so teilweise aufgelöst, in verschiedene Tribes aufgespalten. Zum Beispiel in Dead Poop. Und was steht hier noch rum? Okay, die sind scheinbar alle von Dead Poop. Und ja, die sind einfach umgezogen. Hier stehen nur noch so ein paar Dinos von denen. Da schauen wir mal später, wo die so ihre neuen Bases haben. Und jetzt gucken wir mal hier bei den Gestrandeten vorbei. Die haben ein Wyvern-Ei für uns. Das wollen wir uns natürlich mal anschauen. Ja. Nicht schlecht hier. Da stehen schon 3 Wyvern, sehe ich jetzt gerade. 4. Und jede Menge Drachen. Yeah. Nette Skins haben sie auch schon. Hier irgendwelche Zipfelmützen. Ich denke, die droppen hier die Som-Dodos. Die droppen ziemlich cooles Zeug.
Jede Menge Dinos. Allein schon die ganzen Feuerdrachen, die hier stehen. Nicht schlecht. Die waren auf jeden Fall fleißig. Poison Drakes sind nicht so viele da. Wahrscheinlich sind die gerade wieder unterwegs. Mal gucken, ob wir hier irgendwen finden oder ob wir die Brutstation ausfindig machen können. Und dann schauen wir mal, wo die hier ihr Wyvern-Ei haben. So, gucken wir uns mal die Base hier an. Die haben ein richtig schönes Gewächshaus hier gebaut. Natürlich mit Drache obendrauf. Ist ja klar. Da kommen wir nicht rein. Und das hier sieht so ein bisschen aus, als wäre das die Brutstation. Da ist auf jeden Fall Strom. Ja, da haben sie auf jeden Fall Strom. Ich glaube, wir müssen sie mal anschreiben hier. Ich sehe jetzt gerade keinen, der da ist. Ich kann auch mal drüben beim Dino-Haus gucken, was da so abgeht. Okay, hier sind Bunnies. Die sind auf jeden Fall total witzig. Die können richtig, richtig gut springen. Also richtig hoch auch. Total crazy Viecher. Was haben wir denn hier? Wölfe? Ein Trilobite, der hat sich hier so ein bisschen verlaufen. Okay, das ist hier so die untere Ebene. Da steht der Generator. Ich glaube, hier gibt es nichts zu sehen. Die Fledermaus ist eingesperrt. Oh. ASAP ist ganz schön schnell geworden. Also, sie haben unglaublich viele Dinos. Jetzt bin ich aber gespannt. Vielleicht ist gerade einer in der Gegend. Die sind ja eigentlich irgendwo unterwegs. Ich habe mich schon angekündigt, dass ich vorbeikomme und mir das Wyvern einmal anschaue. Das dauert scheinbar immer noch ein paar Stunden, bis der schlüpft. Ja, ich denke mal, dass das wirklich lange dauern wird, bis so ein Wyvern schlüpft. Weil mir gefallen die Häuser hier wirklich gut. Die haben alle so ein bisschen ihren eigenen Stil. Gut, da sind auch Boxhäuser dabei hier unten. Aber die Boxhäuser sind halt die praktischsten. Der Giga hat auch schon Hasenohren. Jetzt können wir mal gucken hier, wie viel Schaden ASAP eigentlich macht. Können wir nicht. Wir können hier nichts angreifen. Wir haben ja kein Friendly Fire aktiviert. Deswegen können wir nur gucken. Wir können aber mal hier hochschauen, was auf der Insel so abgeht. Da sind ja auch welche unterwegs, glaube ich. Ich glaube, OG ist hier unterwegs. Ja, das ist die OG-Base. Mal sehen, wie weit die hier sind mit ihrem Projekt. Einen riesen Turm haben die da gebaut. Und ich glaube, hier soll mal ein Aufzug her. Der steht aber noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis der Aufzug hier steht. Okay. Sieht so ein bisschen umgebaut aus, alles. Ja. Vielleicht soll das sogar mal hier aus Stein sein später. Sieht so aus, als wäre das hier. Huch, wir können rückwärts fliegen. Nicht schlecht. Sieht aus, als wäre das hier die finale Lösung. Und da drin kommt dann wahrscheinlich der Aufzug rein. Also ein bisschen zu klein für den Aufzug. Die haben ja auf jeden Fall auch ein riesen Freigehege jetzt. Ist auch schon länger. Und ich glaube, hier draußen baut wieder jemand anders. Hier vorne. Mal sehen, wie weit es hier ist. Inzwischen Tribe of Mega. Ich glaube, das sieht immer noch genauso aus. Da hat sich also nicht so viel getan. Ja. Hier ist sogar einiges abgerissen, wie es aussieht. Aber sie sind noch aktiv. Mal sehen, was aus der Base wird. Vielleicht sind sie umgezogen. Da oben ist es ja nicht so super praktisch zum Wohnen. Aber auf jeden Fall gute Aussicht. Ja, ich wette, dass hier unten jemand dann seinen Hafen reinbaut. Das ist eigentlich unwiderstehlich hier. Definitiv die schönste Location für einen Hafen auf der Karte. Schauen wir mal zurück, ob die Gestrandeten schon zu Hause sind.
Bin gespannt, wie so ein Wyvern-Ei aussieht. Da fliegt schon Poison Drake. Also weit können sie eigentlich nicht sein. Chor ist schon da. Das lädt alles ziemlich langsam rein hier. Da steht ein Dodo-Rex. Kill me all heißt er. Und da steht Chor. Da müssen wir mal hier hochkommen. Den Dodo-Rex haben die, glaube ich, ganz neu gezähmt. Servus. Und... wow. Das ist ziemlich groß. Ein Riesenei. Wow. Und... können sogar den Timer sehen. Das braucht es ziemlich heiß, oder? Braucht ihr da wirklich so viele Airconditioner? Habt ihr es mal ausprobiert? Oder kennt ihr die Temperatur, die brauchen? Da habe ich keine Ahnung, was die so... ja, keine Ahnung, was die für Temperaturen brauchen. Oh, Golden Treats für uns. Danke dir. Ich glaube, unser Kühlschrank ist abgebaut. Wir brauchen also dringend Golden Treats. Die sind wahrscheinlich alle schlecht geworden. Wir müssen mal gucken, wie weit Kugel Express in der neuen Base ist. Wow. Das ist wohl ein Alpha Kano. Hier ist gut was los. Nett. Ja, super cool. Ich denke, wir schauen mal weiter zu unserer Base, wie es da jetzt aussieht. Gestern Abend gab es da wieder so ein paar Vorfälle bei uns. Wir sind da noch nicht ganz eingezäunt. Und ich glaube, wir haben wieder ein paar Tiere verloren. Müssen wir mal schauen. Und gucken wir mal, was bei uns so läuft. Und dann schauen wir mal, was wir heute so machen. Ich denke, so ein bisschen was zähmen wäre auf jeden Fall cool. Hi, Nodob. Willkommen im Stream. Und mal schauen, wann Kugel Express onkommt. Dann können wir vielleicht ein bisschen was an der neuen Base machen. Da gibt es auch sehr viel zu tun. Hier ist immer viel los bei den Gestrandeten. Yeah. Die haben... ich glaube, gestern haben sie den Dodo-Rex gezähmt. Also hier geht gut was voran auf dem Server im Moment. Echt viel los. Ich denke, wir fliegen jetzt mal runter zu unserer Redwood Forest Base und schauen, was da so geht. Schauen, dass da alles in Ordnung ist. Und dann können wir später vielleicht nochmal was mit den... ach, Kugel Express ist sogar schon da. Dann können wir vielleicht später noch was zähmen hier. Vielleicht mit den Gestrandeten, wenn die Lust haben. Das wäre auf jeden Fall cool. Und ja, mal sehen, was wir überhaupt finden. Der Server ist ein bisschen abgegrast inzwischen. Hier sind schon ziemlich viele Leute on meistens und... die Drachen und sowas, die sind dann schon immer abgefarmt. Aber ich denke, wir werden da schon was finden. So. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so Angst hier beim Rumfliegen. Eben weil die Drachen meistens schon abgefarmt sind. Ich sehe ganz selten welche. Und ja, jetzt müssen wir erstmal ein Stück fliegen. Wir sind zwar ziemlich schnell hier. ASAP. 205% Movement Speed, fast. Aber das ist trotzdem ein super weiter Weg bis runter in den Redwood Forest. Da hätten wir fast den Stargate-Mod gebraucht. Aber ich denke, der belastet auch den Server noch zusätzlich. Wenn die Leute hier öfter durch Stargates reisen, dann müssen immer öfter neue Gegenden geladen werden, ziemlich plötzlich. Das führt dann bestimmt auch zu Lag. Aber sehr nützlich ist der hier auf der Karte geworden. Die Karte ist wirklich groß geworden. Ja, hier läuft nichts Interessantes rum, wie es aussieht. Können wir ein bisschen tiefer fliegen. Immer die Augen offen halten. Und ich denke, die Richtung stimmt so ungefähr. Also ganz in der Nähe von dieser verlassenen Insel hier. Ist dann im Redwood Forest unsere Base. An dieser richtig schönen Location, die habe ich euch, glaube ich, in der Vorschau gezeigt. Und die ist wirklich super. Also eine der schönsten Locations. Auch wenn man da so schön Meerblick hat, das gefällt mir ganz gut.
Und hier unten sind, glaube ich, zwei Tribes gerade unterwegs. Genau, Dead by Candy Cane. Und das ist eigentlich deren Base. Hier stehen aber auch immer andere Tiere dabei. Genau, Dead Poop ist hier auch so ein bisschen dabei. Die sind hier so Untermieter im Moment. Die wollen aber dann später auch ihre eigene Base hochziehen. Okay, hier haben sie schon einiges hingestellt. Ja, die haben ja auch wieder Pläne. Sieht so aus, als würden sich hier auch wieder die... Was ist das denn eigentlich? Ach, ich glaube, das ist Metal und Glass hier, ne? Ja, Metal und Glass. Und das hier sind wieder die Jurassic Ark Smithies. Also wissen wir schon, was hier so kommt. Da kommen wahrscheinlich wieder diese riesigen Elektrozäune her. Und Metal- und Glasgebäude. So, jetzt müssten wir gleich da sein. Ich denke, das da vorne ist es. Ja, sieht so aus. Da gibt es diese wunderschöne Felsnase, auf der man super cool bauen kann. Und darunter gibt es auch nochmal so eine kleine Höhle, die man richtig schön als Gehege für seine Tiere nutzen kann. Das ist wirklich eine super Location. So, ich hoffe, dass jetzt keine böse Überraschung auf uns wartet. Da ist schon ein Terror Bird unterwegs. Der Zaun steht. Ein Bär. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und der Spino ist ganz frisch. Der ist auch von gestern Abend. Ein Poison Spino. Der hat noch gar keinen Sattel, glaube ich. Nee, der hat keinen Sattel. Der braucht doch einen Sattel. Vielleicht können wir dem mal einen Sattel verschaffen. Da kommt schon wieder jemand zu Besuch. Sanchez. Von den Halunken und Ganoven. Ja, super cool. Kugel Express ist auch schon unterwegs. Ja, ich glaube, wir bauen hier oben direkt auf dieser Felsnase. Bauen wir dann so ein richtig schönes Baumhaus. Da steht nämlich ein Mammutbaum hier. Und ja, das bietet sich natürlich an, hier dann Plattformen draufzusetzen. Also eine super, super schöne Location. Das steht halt auch richtig gut hier so in der Mitte. Da kann man dann davor noch was hinstellen. Kann man außen rum bauen. Gefällt mir super gut. Ist total schade um die ganzen Ressourcen, weil das auch gleichzeitig einer der besten Ressourcenspawns ist hier. Super tolle Location einfach. Könnte natürlich auch die Ressourcen hier in Frieden lassen und nur hier unten bauen. Aber ich glaube, die schönste Stelle ist eigentlich hier oben mit der super coolen Aussicht. Ja. Okay. Ich glaube, Kugel Express hat sogar schon die beiden Plattformen hier für den Baum gebaut. Vielleicht setzen wir die dann heute auf jeden Fall demnächst. Und Kühlschrank haben wir noch keinen stehen, soweit ich das jetzt sehe. Kann mal schauen, wie lang eigentlich. Okay. Ja, die halten noch ein bisschen, die Golden Treats. Aber nicht ewig. Da müssen wir dann schauen, dass wir die rechtzeitig verwenden. Ja, super cool. Ich könnte mal unsere ganzen Dinos eigentlich umziehen. Das wäre auch mal so eine Sache. Dann hätten wir Amadeus mit hier. Und ja, ich glaube, wir machen uns mal auf die Socken, schauen mal, ob wir irgendwas Cooles finden zum Zähmen. Und dann holen wir unsere anderen Flugdinos mit hierher. Ich glaube, ja, wir haben ja sogar eine Plattform auf Amadeus. Dann könnten wir eigentlich da noch Rampen dran setzen und unsere Dinos eigentlich gleich mal alle mitnehmen. Ich glaube, wir haben noch einen Alpha-Dodo, wir haben noch einen Bären zu Hause stehen. Die könnten wir dann alle mal hierher umziehen. Wobei es hier natürlich noch ein bisschen gefährlicher ist als bei uns. Bei uns kann ja eigentlich nichts passieren. Ich glaube, wir schauen mal hier auf die mittlere Insel erstmal, ob wir irgendwas zum Zähmen finden. Ich würde heute ganz gerne mal was Richtiges zähmen. Vielleicht doch mal ein Poison Archie, wäre doch ganz nett. Wir sind schon lange nicht mehr weitergekommen, wirklich. Wir haben ja einen Poison Archie da, aber der ist so low level, dass wir mit dem nicht wirklich was zähmen können. Da müssen wir mal schauen. Und wir bräuchten dringend einen Enki, einen BA Enki. Mal sehen, ob wir da einen finden. Wir bräuchten natürlich immer noch ziemlich viel eigentlich. Wir verlieren auch immer recht viel im Moment noch. Einfach weil unsere Base noch nicht safe ist. Yeah. BA Poison Pteranodon. 125.
Der wäre natürlich nice. Der wäre sogar ziemlich nice. Nice zum Ausprobieren auf jeden Fall. Hatte ich noch nie sowas. Weiß nicht, wie stark die wirklich sind. Den könnten wir mit dem Poison Archie möglicherweise zähmen, aber der ist wahrscheinlich ziemlich schnell. Da müssen wir uns dann ranhalten. Vielleicht, wenn wir ihn gegen die Wand hier treiben. Praktisch gegen die Felsen. Das könnte funktionieren. Dann müssten wir jetzt erstmal unseren Poison Archie holen. Jetzt wieder ein Kano unterwegs. Ist ein bisschen gefährlich hier. Großes Risiko, dass wir ihn verlieren. Wenn er jetzt einmal gebissen wird, dann fliegt er natürlich auch total weit weg und dann finden wir ihn nicht mehr wieder. Da war doch eben jemand unterwegs hier. Mit einem Poison Drake. Vielleicht können wir den mal ausleihen. Für einen Atemzug. Okay, wer baut denn hier eigentlich? Die Halunken und Ganoven bauen hier. Auch ganz in der Nähe. Ja, ich denke, hier werden jetzt ziemlich viele Bases aus dem Boden schießen. Im Redwood Forest. Ganz neues Biom. Will jeder mal ausprobieren. Okay, ich glaube, wir recken mal kurz Stamina, dann holen wir unseren Poison Archie und schauen mal, ob wir den Pteranodon zähmen können. Und wir können ja mal auf der schwebenden Insel vorbeischauen, auf dem Weg. Was ist denn das hier? Level 100 da. Was da so unterwegs ist, vielleicht ist ja doch mal wieder ein Drache unterwegs. Ein Drache, der noch nicht gezähmt und auch noch nicht gekillt wurde. Seltene Ansicht inzwischen. So, mal gucken. Wow, das ist so weit geworden. Allein schon zur fliegenden Insel ist es so weit. Crazy. Und das Meer ist immer noch riesengroß. Wir brauchen auch unbedingt Wasserdinos, um das Meer mal zu erkunden. Ich war hier auch noch nie mit dem Meer unterwegs, wirklich. Ja, es gibt noch viel zu sehen auf The Center. Das auf jeden Fall. Es gibt auch mehrere Höhlen, wo wir noch nicht waren. Wir waren ja schon in dieser riesigen Unterwelt praktisch. Da gibt es ja diese Riesenhöhle. Die ist total schön. Da waren wir im Singleplayer schon unterwegs. Aber es gibt auch noch mehr andere Höhlen. Es gibt Eishöhlen, gibt es glaube ich noch. Die haben wir noch nie gesehen. Da bin ich auch ziemlich gespannt drauf. So, jetzt sind wir zumindest schon mal in den Sümpfen. Und ich sehe nichts Interessantes. Nur normale Tiere. Da unten ist was. Sieht aus wie ein Mountain Frosch so ein bisschen. Möglicherweise. Ja gut, brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht. Schauen wir mal, was wir auf der fliegenden Insel so antreffen. So, irgendwo mal landen für einen kleinen Stamina-Rack. Wir haben fast 1000 Stamina. Da kommen wir schon ganz schön weit mit. Aber es ist immer noch ein Pteranodon. Wir brauchen immer noch eine Zwischenlandung hin und wieder. Das ist klar. So, was haben wir denn hier? Ein Känguru, ein Archie. Nichts Interessantes. Es sind eigentlich recht wenige Tiere unterwegs gerade. Sieht ein bisschen so aus, als wären hier nicht viele Leute unterwegs gewesen in letzter Zeit. Okay. Jetzt irgendwo ein Warden. Ich vermute, der Archie Warden, der ist hier öfter in der Gegend unterwegs. So, mal schauen, wer das jetzt ist. Da ist ein Poison Drake. Der sieht wild aus. 52. Level 52, ja, da könnte man eine Trophy rausholen. Oder wir... Man braucht, um die Drachen zu zähmen, braucht man eine Trophy. Und die kriegt man, indem man einen anderen Drachen tötet. Und die Trophy kann man dann mit einem Golden Treat, glaube ich, herstellen. Das haben wir auch noch gar nicht. Das heißt, wir müssen den jetzt erstmal töten, um überhaupt einen anderen Drachen zähmen zu können. Das ist schwieriger geworden.
Das ging eine lange Zeit, glaube ich, auch mit Golden Treats. Und es ist noch relativ neu, dass man da jetzt diese Trophies braucht. Schauen wir mal, was wir noch sehen. Das ist jetzt ungewohnt, dass ich hier nach Drachen suchen muss. Normalerweise im Singleplayer sage ich mir immer, möglichst so wenige Drachen wie möglich. Da habe ich echt Respekt vor den Drachen. Aber hier sind die jetzt schon richtig rar geworden. Die werden alle sofort gezähmt oder eingesammelt und in Trophies verwandelt. So, ich sehe überhaupt keine BA-Tiere, ehrlich gesagt. Da unten ist ein BA Fire Archie. Level Check. 23, ja, super. Ein Level 23er brauchen wir natürlich nicht. So, hier ist irgendwo ein Alpha. Okay, ein Alpha. Prime Alpha Kano. Und hier oben müsste dann irgendwo ein Warden unterwegs sein. Das ist ein Mountain Rex. Level Check. 91. Da habe ich noch ein. Okay, da ist der Poison Drake. Das ist ein Wyvern und noch ein Poison Drake. So ein bisschen Schiss. Also der Poison Drake ist auch nur Level 81. Und den Wyvern habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Da ist noch ein Fire Drake. Ich glaube, wir hauen hier mal ab. Also es gibt eindeutig genug Drachen, das wissen wir jetzt. Es gibt genug Drachen hier. Aber es ist schwierig jetzt. Wir könnten natürlich diesen Low-Level Poison Drake zähmen. Wenn wir irgendwoher eine Trophy kriegen. Die Dead by Candy Canes hatten, glaube ich, jede Menge Trophies rumliegen. Aber da ist, glaube ich, gerade keiner on von denen. Das Geräusch von Flügelschlägen macht mich schon total nervös hier bei so vielen Drachen. Das sind Eis, Dodi und Kano. 119, das ist nicht schlecht. Kano ist Level 91. Naja, jetzt nichts wirklich Spannendes. Machen wir mal irgendwo eine kurze Stamina-Rec-Pause. Okay, ich glaube hier. Vielleicht hier oben? Ja. Wunderbar. Dann fliegen wir erstmal nach Hause zurück. Und wir holen auf jeden Fall unseren Poison Archie und Amadeus, denke ich. Die brauchen wir. Also wenn wir einen BA Enki finden, dann nehmen wir sofort Amadeus und nehmen den mit. Aber wir haben jetzt noch keinen gefunden. Gut. Ja, hier sieht es wirklich so aus, als wäre hier niemand unterwegs. Keine BA-Tiere. Hier unten laufen sonst immer so viele Tiere rum. Ich denke, wenn wir das nächste Mal vorbeischauen, werden da einige nachgespawnt sein. Skorpione haben wir schon mal. Ein paar Kanos. Aber nichts Interessantes. Okidoki. Fliegen wir mal zur Base zurück und holen unseren Poison Archie. Und ich glaube, Amadeus lassen wir doch erstmal stehen. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt mitnehmen soll an Dinos. Es ist immer das Risiko, dass wir die im Redwood verlieren, weil da so viele von diesen Dodorexen unterwegs sind und die sind wirklich gefährlich. Nicht, dass wir dann alle unsere Tiere gleichzeitig verlieren. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man die so ein bisschen splittet. Was haben wir denn da? Eine Broodmother. Level 50. Naja, da geht's gut ab. Mit der legen wir uns jetzt nicht an. Den Drop hier können wir noch mitnehmen. Den klauen wir hier einfach mal aus der Base raus.
So. Einmal absteigen. Na, da war ja nicht viel drin. Experience Potion. Nicht schlecht, immerhin. Und ja, ich glaube, wir nehmen mal unseren Poison Archie mit auf Follow und behalten ASAP trotzdem mit da, damit wir uns immer umschauen können. Kommst du? Ja, jetzt kommt er. Der First war auch ein super Low-Level Archie. Jetzt sehen, was wir kriegen können. Und vielleicht können wir heute ja sogar einen Drachen zähmen. Das wäre doch mal heiß. So. Da war gerade ein Poison Drake unterwegs. Wir nehmen jetzt mal den direkten Weg zurück und zähmen uns diesen Pteranodon. Wir haben jetzt noch 6 Golden Treats, gleich noch 5. Das sollte also passen. Und einen Sedative haben wir auch. Und dann bin ich gespannt, wie viel Poison Damage die so machen. Und wie schnell die sind. Also es ist ein B80, also müsste der eigentlich deutlich schneller sein als unser jetziger. Oder zumindest genauso schnell. Wir haben jetzt schon 200% Movement Speed. Aber die BA-Tiere sind normalerweise schon deutlich schneller. So, schauen wir mal wieder zurück. Wir können ein bisschen tiefer fliegen, vielleicht sehen wir irgendwo was. Wir müssen jetzt ein bisschen langsamer sein. Langsamer fliegen. Wow, da haben wir ein Elite-Dimorphodon. Sonst kommt unser First nicht mit. Das ist nicht der allerschnellste. Level 66. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den Pteranodon wirklich mit dem Archie zähmen können, also betäuben können. Wahrscheinlich sollten wir da ganz vorsichtig sein. Oh, ich glaube, das Stego schläft. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwo ein Drache? Ein Stego und 2 Enkis, die schlafen. Da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht ist hier gerade ein Poison Drake durchgeflogen, gezähmter. Seltener Anblick. So, fliegen wir mal hier durch. Was haben wir denn da? Da ist irgendein Poison Tier auf jeden Fall. Terror Bird. Der kann das nicht gewesen sein. Level 60er Terror Bird. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Der ist der, die alle betäubt hat. Mal sehen, ob irgendwer hier drin was gebaut hat. Sieht aber nicht so aus. Nee. Die Säulen sehen jetzt komisch aus. Waren die schon immer so? Vermutlich. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie da so dicke Stellen haben. Aber ich denke mal, das wird schon immer so gewesen sein. Ja. Unser Archie ist wirklich langsam. Ich hoffe, wir sind schnell genug, um den Pteranodon überhaupt dann zu verfolgen. So, wir sind hier wieder so ein bisschen in den Bergen. Das heißt, hier könnten wir wieder Archies sehen oder Drachen. Sind hier immer mal wieder unterwegs. Relativ wenige, aber doch der ein oder andere. Aber ich sehe jetzt gerade auch nichts. Hier unten haben wir immer noch die Relikte von der alten Base. Aber das meiste ist inzwischen abgerissen. Das kenne ich hier noch nicht. Von Dead Poop. Die sind überall unterwegs. So, jetzt gibt es erstmal nichts mehr zu sehen. Jetzt fliegen wir erstmal wieder darüber. Und steigen dann um. Was haben wir denn da unten? Ach so, das ist unser Floß. Dann müsste ja fast Kugel Express irgendwo dagegen sein. Das ist wahrscheinlich das Ressourcenfarmfloß, nehme ich jetzt mal an. Das ist ganz schön weit weg von uns. Also von unserer Base. Da ist schon wieder so ein Elite-Dilo unterwegs. Auch mal den Level checken.
Aber ich glaube, wir haben noch Denise. Nee, wie heißt er hier? Wie heißt er denn? Schleimi heißt er. Wir haben noch Schleimi, genau. Kommen wir den ganzen Namen schon durcheinander. Schleimi haben wir noch. Und der ist, glaube ich, 180 oder so. Also ein richtiges High-Level-Tier. Da brauchen wir keinen Elite-Dilo mehr eigentlich. Aber man muss ja mal gucken, ob man vielleicht ein Level 150 irgendwo sieht. Das wäre doch ganz nett. So ein Perfect Tame geht immer. So, die halten sich scheinbar eine halbe Stunde ungefähr, die Golden Treats. Also allzu viel Zeit haben wir nicht. Können wir das ganze Zeug hier rausschmeißen. Ich denke, sowas brauchen wir nicht. Können wir alles wegtun. Und ich hoffe, der Pteranodon ist noch da. Aber dem kann eigentlich nichts passiert sein. Schauen wir mal. Und dann fangen wir einfach mit dem Archie an. Und wenn er irgendwo stecken bleibt, dann machen wir mit Pfeilen weiter. Damit wir ihn nicht umbringen. Das wäre wirklich schade. So. Gleich haben wir es geschafft. Da sind wir. Aber wir haben sogar schon einen Poison Pteranodon. Fliegender Holländer. Ach, der ist nicht von uns, der ist von den Halunken. Und Sonic ist auch da. Kugel Express sehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir müssen mal hier unseren Archie reinholen. Der findet den Weg nicht. Mal hier runter. Okay. Passt. Können wir hier umsteigen. Und mal gucken, was wir so an Level-Ups haben. Ich war schon länger nicht mehr mit ihm unterwegs. Ist das ein Er? Was bist du eigentlich? Ist ein Weibchen. Das ist ein Weibchen. Und ich glaube, wir gehen fast ein bisschen in Movement Speed. Boah, das bringt dir gar nichts. Vielleicht doch lieber in Melee Damage. Movement Speed hat es wirklich nichts gebracht. Und die Experience Potion hebe ich jetzt mal auf. Vielleicht brauchen wir die heute noch. Vielleicht auf dem Pteranodon. Die sind schwer zu leveln. Da wäre es sicher nicht verkehrt. Gucken wir mal, ob wir den wiederfinden. Den Pteranodon. Mann, der Archie ist wirklich langsam. Im Vergleich zum Pteranodon. Level 19 wollten wir jetzt nicht. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einige Hits, um die zu betäuben. Könnt ihr mal hitten und schauen, was passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich wird er ganz schnell wegfliegen. Das waren sogar zwei Hits. Ja gut, so schnell sind die nicht. Also müssten wir eigentlich hinterherkommen einigermaßen. So. Ein Stück weiter war der. Oder? Ja, der war da vorne. Und dann versuchen wir ihn mal so Richtung Felsen zu treiben und nicht raus aufs Meer wie den letzten. Das ist nicht der Plan. Jetzt müsste er eigentlich gleich irgendwo auftauchen. Augen offen halten. Und ich sehe ihn noch nicht. Na? Da ist er. Gefunden. Level 125. So, ich denke, wir fangen direkt an. Der fliegt natürlich in die falsche Richtung. Kein Plan, wieso. Und wahrscheinlich können wir ihn nicht umdrehen hier. Weil wir zu langsam sind. Oh, der hat gerade irgendwelche Probleme. Vielleicht können wir ihn in unserer Base downen. Das wäre natürlich super optimal. Aber auch ziemlich unwahrscheinlich. Okay, uns geht irgendwann die Ausdauer aus, glaube ich. Ja, wir treiben ihn weiter aufs Meer raus. Das ist ein bisschen schwierig mit den kleinen Mikro-Lags immer. Da ist es schwierig, die Vögel genau zu steuern. So, versuchen wir das mal ganz vorsichtig und langsam. Ja, zumindest fliegt er wieder zurück in Richtung Land. Das ist schon mal gut. Er dreht aber auch ziemlich viel.
So, ich glaube, wir müssen gleich Ausdauer recken. Und? An dem Felsen ist er schon mal kurz hängen geblieben. Was macht er jetzt? Oh, der macht komische Sachen. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ich kenne das eigentlich auch nur von Dissenter, dass die so komisch... Oh, ich glaube, wir haben wieder falsch getroffen. Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Der flieht gar nicht richtig. So, da oben ist er jetzt unterwegs. Müssen wir mal kurz Ausdauer regen. Wahrscheinlich wird er jetzt seinen ganzen Torbau wieder hochregen. Also runterregen praktisch. Ist er da unten wieder? Man kann die nicht bolan, soweit ich weiß. Also BL-Tiere kann man nicht bolan. Ich glaube, wir haben ihn jetzt einmal getroffen, ohne dass er geflohen ist. Bisschen komisch manchmal. Oh, das wird wirklich schwierig, glaube ich. Jetzt hat er hier wieder so ein komisches Problem. Mir ist eigentlich fast egal, ob wir ihn über Wasser zähmen. Das wäre halt gefährlich wegen Haien. Das ist eigentlich alles. Wir müssen ihn auch unter Wasser zähmen können, normalerweise. Geh down! Solange es nicht wirklich das tiefe Meer ist. Er fliegt natürlich wieder raus. Ich glaube, das kann man gar nicht steuern, wo der jetzt hinfliegt. Der macht einfach so komische Sachen. Der backt hier die ganze Zeit hin und her. Dann bleibt er stehen und dann fliegt er wieder. Also im Singleplayer kann man das eigentlich ganz gut steuern. Weiß nicht, was mit dem los ist. Das stimmt irgendwas nicht. Jetzt hatten wir ihn in der richtigen Richtung und jetzt backt er wieder so rum. Ich denke, das ist ein Kartenproblem. Ja, das muss ein Kartenproblem sein. Das kenne ich nur auf dieser Map. Wir erwischen ihn irgendwie auch nicht mehr. Jetzt fliegt er wieder weiter. Huch. Jetzt geht er down. Okay, wir hatten einen kleinen Server-Lag. So, ich springe jetzt einfach mal ab. Ich hoffe, hier sind keine Piranhas. Wir geben ihm sofort hier unseren Golden Treat. Ein Stück. Oxygen geht runter. Das heißt, wir müssen ihm wohl ein Narkotik geben. Ich weiß gar nicht. Ich gebe ihm sofort ein Narkotik einfach. Remote Use. Yes! Bierhebteranodon. Super High Level. Ich gehe erstmal aus dem Wasser raus hier. Oh, das ist ein Kanu. Wir müssen ganz schnell hier auf unseren First. Okay, wir sind safe. Azap ist hier unterwegs mit Sonic. Servus. Und jetzt bringen wir den mal nach Hause. Zu Hause müsste ja direkt da vorne sein. Wir brauchen natürlich einen Sattel. Jetzt können wir Azap den Sattel nicht klauen. Azap ist nicht zu Hause. Vielleicht haben wir irgendwo eine Smithy stehen. Ich glaube aber noch nicht. Auf dem Floß waren nur Boxen, glaube ich. Vielleicht stellen wir auf das Floß mal eine Smithy drauf und stellen uns so einen Pteranodon-Sattel her. Beziehungsweise den kann man doch so herstellen. Was rede ich eigentlich? Pteranodon? Habe ich nicht gelernt. Genau, den müsste man wirklich so herstellen können. Oh, da brauchen wir Chitin, Fiber und Hide. Das lässt sich ja, glaube ich, mal recht schnell machen. Hat bestimmt irgendein Tier dabei. Und er ist Level 187 ausgezähmt. Das ist schon ziemlich crazy. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Bin ich ganz glücklich mit. So, landen wir hier mal. Und er darf auch landen. Irgendwie stecken wir gerade fest. Nächster Versuch. So, jetzt wurden wir hier korrekt abgeworfen. Nice. 187. Und der fliegende Holländer ist schon 195. Aber wir wissen nicht, wie lange das schon hochgelevelt wurde. Jetzt müssen wir mal gucken, wer hier Hide hat. Hat First Hide dabei?
bisschen was. Damit kommen wir, glaube ich, nicht so weit. Lastensegler. Claiming allowed. Das ist wieder ein Halunkenviech. Wir brauchen hier die gelben Tiere. Der BA's Bino hat bestimmt irgendwas dabei. Spoiled meat. Money. Was brauchen wir denn noch? Hide, Fiber und Chitin. Fiber. Hide. So, Chitin brauchen wir jetzt irgendeinen Fleischfresser. Sieht nicht gut aus. Ich weiß gar nicht, wo unsere ganzen Ressourcen sind. Wahrscheinlich sind die alle auf dem Floß. Oder hier. Hier haben wir Keratin. Da müsste auch irgendwo Chitin mit drin sein. Nicht so einfach beim Umzug. Ist erstmal ein riesen Durcheinander. Jede Menge Eier auf jeden Fall. Und Cementing Paste. Auch kein Chitin. Irgendwer muss doch Chitin haben hier. Sonst holen wir uns jetzt Chitin. Da noch ein bisschen Hide. Müssen wir jetzt genug haben. Hide, wir brauchen so viel Hide, oh mein Gott. Das ist das erste Mal in Ark, dass ich zu wenig Hide habe. Und hier haben wir auch nichts drin. So, ich glaube, wir müssen erstmal raus hier. Haben wir irgendein Tier, was kämpfen kann? Ich weiß nicht. Wir haben den BA Terror Bird oder den Utah Raptor. Wir haben auch noch eine Knutkugel. Hat die irgendwas? Die hat wahrscheinlich nur Stein dabei. Serverlag? Ja. Gar nichts dabei. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendein Tier mit raus. Am besten, was ist das hier denn eigentlich? Was bist du? Bist du ein Mountain-Tier? Das ist so dunkel. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, dass es ein Mountain-Tier ist. Weil er so dunkel ist. Nehmen wir mal den Feuer-Terror-Bird. Na, das wird auch nichts. Wir müssen erstmal ausladen. Nicht so einfach. So, nehmen wir einfach mal die erste Truhe und packen da unser schweres Zeug rein. Aber wir haben doch nichts dabei. Was sollen wir denn da wegpacken? Gut, wir können natürlich die Armbrust wegpacken. Die wiegt ziemlich viel. Und ansonsten... Wow, Golden Treats sind schwer. Ja, dann tun wir die auch mal in die Kiste. Die halten nicht mehr lange. Und mehr kann ich eigentlich nicht wegtun. Was war denn hier auf dem Terror Bird drauf? Okay, der ist mit Thatch beladen. Das erklärt wieder einiges. Packen wir es mal alles raus. Und laden das um. Ich schmeiß das alles mal hier mit rein. Okay, passt nicht. Gleich die nächste Truhe. Na? Okay, ist voll. Also wir brauchen dringend mal wieder gescheite Storages hier. So, Terror Bird hier rausholen. Wir müssten fast in die Sümpfe, um Chitin zu holen. So, jetzt kommt er. Okay, jetzt können wir uns bewegen. Und ich glaube... Ich hoffe, dass wir ihn hier mit dem Archie hochheben können, sonst nehmen wir einen Quetzel. Haben wir ja auch. Nee, geht nicht. Also die BA-Tiere sind schwer hochzuheben. Packen wir wieder hier in der Mitte. Mal sehen, ob wir hier mit langsamem Bruno abheben können. Ja, der ist gut beladen, aber es geht noch. Terror Bird. Schmeißen wir ihn mal hier raus. Und landen ihn dann wieder hier. Und wir haben keine Tore und keine Türen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Vielleicht nehmen wir ihn hier einfach mit. Und zwar nehmen wir ihn mal auf Follow Distance Highest.
So geht ja gar nicht. Wir müssen nur unseren Archie mitnehmen. Wir haben ja keinen Sattel. Für den Pteranodon, den wollen wir ja jetzt herstellen. So, landen wir mal hier draußen. Und dann nehmen wir den Archie einfach auf Follow, damit wir wieder zurück nach Hause kommen. Ist alles nicht so einfach im Moment. Gerade frisch im Umzug. Schauen wir mal, was wir so finden. Also, Chitin wird ein bisschen schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier gescheit Skorpione gibt. Gucken wir mal, was wir finden. Aber Hide brauchen wir auch. Fleisch sowieso immer. Von daher ist es nicht verkehrt, hier ein paar Tiere abzuernten. Da sind Terror Birds. Nee. Das sind Dodi. Keine Skorpione zu sehen. Aber ein Kano, den nehmen wir mal mit. So, irgendwie geht gerade gar nichts. So, jetzt geht's los. Easy. Okay. Bisschen Halt haben wir. Für Chitin müssen wir wahrscheinlich in die Sümpfe, wie es aussieht. Oder hier in den Höhlen gibt's was. Schauen wir mal da hoch in die Höhle. Ich bin das erste Mal zu Fuß hier in dem Redwood Forest Biome unterwegs. Pteranodon? Nee, in der Höhle gab's nix. Ja, ich denke, für Chitin sieht's hier ziemlich schlecht aus. Da müssten wir in größere Höhlen irgendwie rein. Hier laufen überhaupt keine Skorpione rum. Und Insekten auch nicht. Aber es ist total schön hier. Zu Fuß sieht man das erst alles richtig, wenn wir hier auf dem Boden unterwegs sind. Da sieht es alles noch viel schöner aus als vom Flugtier. Ja, ich denke, wir fliegen direkt in die Sümpfe weiter. Und schauen mal, vielleicht mit dem Quetzal. Im Quetzal wäre es am einfachsten, Insekten zu farmen zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Noch ein Kano. Und hier ist auch wieder ein Ressourcenvorkommen. Nehmen wir alles mit. Also der Fire Terror Bird hier ist ganz schön stark. Wir haben ziemlich wenig Life. Muss man natürlich vorsichtig sein. Aber der ist schon stark. Schauen wir mal, wie wir da wieder runterkommen. Ich glaube, wir müssen hier durch diese Höhle wieder durch. Archie folgt uns. Und der Terror Bird macht die ganze Zeit komische Geräusche. Das ist so ein bisschen irritierend. So. Da ist noch ein Kano. Die nehmen wir auch noch mit. Ein bisschen leveln. Du kommst nicht weg. Wir haben dich erwischt. Was auch neu ist, mit einem der letzten kleinen Patches kam das dazu, dass Dinosaurier ihre Opfer looten. Also praktisch, angenommen wir killen jetzt einen Rex und der hat irgendwas Tolles dabei. Zum Beispiel so eine, was haben Rexes dabei? Keine Ahnung, irgendwelche Waffen oder so. Haben die ja manchmal dabei. Und bis jetzt war das immer so, wenn man nah dran stand, als wenn man den killt, dann kriegt das Tier automatisch das Inventar übertragen. Also manchmal ja, manchmal nicht, eben davon abhängig, wie nah man dran war in dem Moment, wo man ihn getötet hat. Wenn man jetzt mit dem Rex den Rex angreift und halt relativ weit weg steht, dann kriegt man das Inventar meistens nicht. Oder mit dem Quetzal kriegt man es auch meistens nicht, weil die so eine große Attack-Range haben. Und hier schon wieder ein Kano. Kano gegen Bär. Und das wurde jetzt behoben, der Fehler.
Ja, es war eigentlich ein Bug. Mehr oder weniger. Es war einfach schlecht gelöst. Und das wurde jetzt geändert. Jetzt wird immer, wenn das Tier gefressen wird, wird automatisch das Inventar mit gelootet. Das heißt, das Zeug geht nicht mehr verloren. Also super cool. War überfällig. Man braucht jetzt nicht mehr die Tiere von Hand zu looten, sondern kann die einfach auffressen und das Inventar wird dann automatisch vom Dinosaurier gelootet. So, nehmen wir den Terror Bird mal wieder mit rein. Der hat jetzt auf jeden Fall genug Fleisch für uns und... Achso, wir müssen Asche wieder von Follow runternehmen. Und ich traue mich nicht so wirklich mit dem Quetzal hier in die Sümpfe zu fliegen. Ist ein bisschen doof, weil da sind unsere Respawns drauf und jede Menge Ressourcen. Wieso landest du denn nicht? Du Dovi. So, ich glaube, wir nehmen ihn direkt mit, weil... Ich weiß nicht, mit dem Pteranodon Insekten farmen geht vielleicht auch. Aber ich glaube, wir nehmen mal den Archie mit. Und besorgen ein bisschen Chitin. Können auch mal gucken, ob wir hier irgendwo in der Höhle was finden. Das ist vielleicht näher dran und weniger gefährlich. Es gibt hier eigentlich einige Höhlen. Und da sind dann eigentlich normalerweise auch Skorpione unterwegs. Das ist nur schwer zu finden jetzt, wenn man auf dem Boden unterwegs ist und sich hier nicht auskennt, so wie ich. Also die Höhenunterschiede sind schon ziemlich extrem. Man muss so ein bisschen wissen, wo man hin will. Ansonsten steht man öfter vor Wänden. Man muss auch aufpassen, dass man hier nirgendwo runterfällt. Die Drops sind meistens ziemlich tief. Da tut man sich auf jeden Fall weh, wenn man da irgendwo runterfällt. Oh, die Flüsse sind auch so schön. Frisches Wasser. Mal einen Schluck trinken. Da haben wir wieder einen Durchgang. Und wir sind auch, glaube ich, gar nicht so weit von dieser großen Schlucht entfernt. Ich glaube, da gab es Skorpione. Oh ja, hier sieht es auch gut aus. Da sind welche. Die nehmen wir mit. Legt euch schlafen, damit ich euch verspeisen kann. So, der erste schläft. Der sah irgendwie so groß aus, der andere. Ich glaube, das hier war ein Jungtier. Wieso flieht denn der andere? Der hat schon zu viel Torpoil kassiert. Könnte sein. Da kommt eine Boa. Wow, unser Archie macht wirklich gar keinen Schaden. Das ist nicht gut. Das dauert ganz schön lange. Vielleicht können wir die Boa auch betäuben. Ich glaube, die ist schon betäubt, ehrlich gesagt. Dann steige ich hier einfach ab. Ganz unvorsichtig. Und mache den Skorpion so nieder. Ich glaube, das geht fast schneller. Und da kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Chitin raus. So, lass uns mal aufsteigen. Dann holen wir uns noch den Ausgewachsenen hier. Und gucken mal, ob wir dann genug zusammen haben. Okay, ich glaube, er liegt. Ja. Sieht ziemlich müde aus. Oh je. Der ist Level 124. Könnte ein Weilchen dauern. Oh ja. Ich glaube, die Sichel macht noch mehr Schaden, ehrlich gesagt. Test. Keine Ahnung. Könnten wir mal an so einer Puppe testen, aber ich glaube, die Sichel macht genauso viel Schaden wie der Speer, soweit ich weiß. Zumindest war das mal so. Wir sind immer noch safe. Dann machen wir einfach weiter. So, 28 Chitin. Okay. Das ist ein bisschen laggy gerade. Muss man ein bisschen aufpassen. So. Wir sind aufgestiegen.
Okay, wir brauchen noch ein bisschen was. Fliegen wir noch mal rein. Das ist auch eine coole Location hier zum Ressourcen sammeln. Hier gibt es auch ganz viel. Vor allem Crystal. Also Crystal gibt es richtig, richtig viel auf die Center. Das ist ja auf The Island so eine der raren Ressourcen. Da muss man schon suchen, wenn man so ein Gewächshaus bauen will. Da muss man überall den Crystal wegfarmen. Das geht hier ganz gechillt. Also hier gibt es jede Menge Crystal. Keine Skorpione mehr, nur noch Onyx. Dann müssen wir ein Stück weiter schauen. Terror Bird. Also Terror Birds gibt es auf jeden Fall genug hier. So viel ist schon mal klar. So, ich glaube, mein Twitch ist schon wieder eingefroren. Das muss ich mal kurz checken. Ich denke, die Aufnahme ist davon wieder nicht beeinflusst. Aber bei mir freest es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das müssen wir mal kurz fixen. Möglicherweise am Firefox. Vielleicht sollte ich mal den Browser wechseln. Ich denke, das liegt am Firefox. Den beenden wir jetzt einfach mal. Und starten den kurz neu. Hier sieht es eigentlich safe aus. Relativ ruhig. So. Kurz nochmal alles neu einstellen. Tut mir leid, dass der wieder abgeschmiert ist. So. Jetzt läuft er wieder. Scheint alles zu funktionieren. Keine Probleme. Dann können wir weiterfliegen. So, wo kommen wir jetzt her? Wir sind von da unten hochgekommen, ne? Dann können wir mal hier reinschauen in diese Höhle. Ob wir da irgendwo noch einen Skorpion sichten. Nee, hier ist es ziemlich leer. Hier gibt's gar nichts. Ich glaube, wir sind wieder umgedreht. Hier draußen läuft nichts rum. Gut, dann müssen wir nochmal in die andere Richtung schauen. Wir brauchen jetzt noch zwei Skorpione, damit wir uns den Sattel herstellen können. Ich denke, zwei Skorpione sollten reichen. Hier ist ziemlich wenig los, eigentlich. Gut zum Ressourcenfarmen. Nix los. Da ist der Terror Bird. Noch ein Terror Bird. Ja, Terror Birds gibt es auf jeden Fall genug. Okay, wir sind nicht umgedreht. Wir waren schon richtig unterwegs. Aber da gab es einfach keine Skorpione mehr. Chitin ist wirklich rar im Redwood Forest, wie es aussieht. Fliegen wir hier mal links weiter. Gucken, was wir da so finden. Komisch, das ging nach hinten nochmal so richtig weit auf. Ja, hier ist auf jeden Fall die Wand. Wo genau sind wir eigentlich? Schauen wir auf die Karte. Ja, wir sind hier schon. Das muss eigentlich die Schlucht hier irgendwo gewesen sein. Vielleicht war das der Hintereingang von der Schlucht und hier links geht es jetzt gleich in die Schlucht rein. Das kann gut sein. Oh, da ist ein Poison Drake unterwegs. Oh, die wollen hier einen Dodorex zähmen. Da halten wir mal ein bisschen Abstand. Oh, da liegt ein Poison Drake.
Der sieht tot aus. Ich hoffe, die haben hier keinen Poison Drake verloren. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen weiter von dem Dodorex weg. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Die spucken ganz gerne Feuerbälle. Oh je. Dodorex hat kein Overlay, ist ganz normal. Das wissen wir ja schon. Und was mit dem Poison Drake passiert ist, keine Ahnung. Weiß nicht, was die da vorhaben. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich weiß nicht, warum der Dodorex sich nicht verteidigt. Sieht aus, als würden sie den weghalten wollen. Jetzt wehrt er sich so ein bisschen. Vielleicht ist er da irgendwie festgebackt. Da ist aber eigentlich nichts. Das ist komisch. So, jetzt steckt der Wyvern auch noch fest. Der bewegt sich nicht viel. Der steht da die ganze Zeit auf dem gleichen Fleck. Komische Sache. Ich denke, die versuchen den zu zähmen. Um den Poison Drake ist es schade. Die Dodorexe sind auf jeden Fall ziemlich fies, vor dem muss man sich ziemlich in Acht nehmen. Ich denke auch noch mit Poison Drakes. Also das sind wirklich High-End-Tiere. Keine Skorpione in der Gegend. Nix. Da ist schon wieder ein Dodorex. Oh. Da hinten ist er unterwegs. Das ist auf jeden Fall immer eine Überraschung, wenn man so einen zähmt, weil man keinen blassen Schimmer vorher hat, was das für ein Level ist. Kann Level 5 sein oder Level 150. Und ja, die Chitin-Situation hier ist total mies. Jetzt geht die Ausdauer noch aus. Zum Glück nicht beim Dodorex. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich glaube, wir haben keine Ressourcen dabei, um irgendwas herzustellen. Sieht nicht so aus. Parachute brauchen wir, Thatch, Fiber und Hide haben wir nicht. Nicht gut. Wir wissen aber ungefähr, wo wir sind. Wenn ich hier runterfalle, dann ist Schluss. Nicht gut. Immer auf die Ausdauer schauen. Boah, die ging jetzt aber viel zu schnell aus. Ja, ich glaube, der landet nicht. Der schwebt hier jetzt einfach. Oh, wie mies ist das denn? Wieso schwebt der jetzt hier rum? Jetzt haben wir uns festgefahren. Gut, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir dann unsere Sachen wiederfinden. Jetzt hat er uns abgeworfen. Na, das war's. So, wir respawnen direkt. Da sind jetzt ziemlich viele Leute in der Gegend. Das heißt, das ist wahrscheinlich alles geladen. Wir haben keinen Respawn-Punkt da unten. Wie mies ist das denn? Wir respawnen mal da oben. Der Poison Arch ist natürlich draußen. Nee, kein Dodorex. Das war hier. Ja, wie sagen wir das am besten? Ja, ziemlich weit im Westen. Ungefähr vielleicht. Boah, wo war das?
30. Das hätten wir dann unbedingt mal nachschauen sollen. 85, 30, sowas. Den Archie müsste man ja ganz gut sehen. Jetzt spiele ich schon Morded und trotzdem geht mir die Ausdauer aus. Ich dachte, wir hätten da Sleeping Bags. Ich weiß nicht, warum ich die nicht benutzen konnte. Wir hatten ja eigentlich auf dem Quetzal Sleeping Bags liegen, aber vielleicht waren die nicht von uns. Keine Ahnung. Wir haben noch einige Defizite, also an unserer Base da steht noch überhaupt nichts. Da müssen wir uns dringend mal drum kümmern. Das wäre eigentlich ein bisschen dringender, als hier neue Tiere zu zähmen oder Sattel herzustellen. Gut, schauen wir mal, dass wir unseren Archie retten. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Und dann fragen wir einfach mal irgendwie, ob irgendwer Chitin hat. Bevor wir dann noch ewig weiter farmen. Chitin ist eigentlich kein Problem. Nur für uns, weil wir im Moment wieder nicht wirklich viele Tiere haben. Wir könnten Amadeus hätten wir mitnehmen können, aber das dauert wieder so lang. Der ist so langsam, denke ich. Mit Amadeus kann man ganz gut in den Sümpfen Insekten farmen, zum Beispiel. Mit dem Quetzal geht es ganz gut. Ja, wir haben noch nicht so wirklich starke Farmtiere irgendwie. Wir haben jetzt auch noch keinen Rex mehr, denke ich. Unsere Rexe haben wir, glaube ich, auch verloren. Ja, wir haben ja ein schweres Leben auf jeden Fall. Wir sind einfach noch nicht so weit wie einige andere Tribes hier auf dem Server. So, ich denke, die Richtung stimmt ungefähr. Wir waren da ganz am Ende. Schauen wir mal, was wir finden. Wir sind auch total nah am Snowbiome dran. Das hat sich alles so verändert, die Karte. Das muss ich mir alles erstmal... Ich weiß nicht, da habe ich mich noch nicht ganz dran gewöhnt. Wir sind jetzt hier bei dieser Totenkopfinsel und bei diesem Snowbiome. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also auch die Kairukus sind jetzt gar nicht mehr so fern. Ist eigentlich ganz praktisch. So, unsere Ausdauer geht wieder aus. Nicht so viel reden. Die Tiere sind halt alle ziemlich low level und ziemlich wenig hochgelevelt, die wir so haben. Und die Karte ist natürlich auch größer geworden. Im Singleplayer habe ich eigentlich selten Stamina-Probleme. Ich glaube, ich packe mal einen Punkt hier in Stamina zur Sicherheit. Ein bisschen in Movement Speed. Er ist schon ziemlich schnell. Ist halt auch ein BA Pteranodon. Und trotzdem dauert es ewig, bis wir darüber fliegen. Hauptsache unserem Archie geht's gut, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich hatte auch noch ein paar Sedatives dabei, die ich gerne zurück hätte. Das ist auch klar. So, ich glaube, da vorne war es irgendwo. Zum Glück war da nichts in der Gegend, also wir sollten das ganz gut unsere Tasche finden, zumindest. Sobald wir unseren Archie sehen. So, wo ist unser Archie? Ist das ein wilder Drache? Nee. Der sieht gezähmt aus. Ja, den Archie finden, das wäre jetzt das Ziel. Vielleicht fliegen wir mal wieder hoch an die Felswand, dass ich mich so ein bisschen orientieren kann. Aber weit kann es eigentlich nicht gewesen sein. Boah, das ist ein Poison Dodi. Wir haben kein Fernglas dabei natürlich. Noch ein Poison Dodi. Massenhaft. Wir müssten eigentlich unseren Archie sofort sehen irgendwo. Ich sehe ihn jetzt aber noch nicht. Gut, ich fliege erstmal zur Felswand hoch. Und dann regen wir nochmal kurz Stamina. Keine
Ahnung, wo der Archie gelandet ist. Wahrscheinlich in irgendeiner Felsspalte, wo wir ihn nicht gescheit finden. Ich habe jetzt wieder den Bug hier. Mir wird nicht mehr angezeigt, wie viel Life ich habe. Also die Live-Anzeige stimmt nicht. So, hier war, glaube ich, der Dodo-Rex, oder? Okay, dann war ich noch weiter drüben. War das der Dodo-Rex? Ja, da liegt noch der Poison Drake. Wir sind so ungefähr in die Richtung geflogen. Ist natürlich uncool, wenn man sich hier so schlecht auskennt. Überall Drachen unterwegs. Okay, das ist unser Archie. Komm mal hier hoch. Komm schon. Na endlich. Oh. Insekten. Die haben wir die ganze Zeit gesucht. Jetzt sind sie da. Zumindest haben wir Insekten gefunden. Okay. Ich glaube, wir haben alle. So, irgendwo muss hier noch unsere Tasche liegen. Die müssen wir jetzt noch finden. Und ich glaube, wir müssen mal wieder Blumen ausstellen. Da sieht es nach Tasche aus. Ja. Oh, da ist unsere Tasche. Irgendwas in der Gegend? Sieht nicht so aus. Blitzschnell abspringen. Na komm schon, steig auf. Yes. Okay, Ronny ist da. Die haben jede Menge Trophies. Mit denen könnten wir jetzt in den Poison Drake zähmen gehen. Das wäre eigentlich ganz nice. Und keine Ahnung, was wir da für einen Flieger mitnehmen. Ist fast egal. Vielleicht so ein... Ich weiß nicht, ob wir noch unsere kleinen Elite-Dimorphodons haben. Die wären ganz nice. Wir hatten, glaube ich, noch zwei. Ich weiß nicht, ob wir die immer noch haben. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Da ist zurzeit, also in letzter Zeit ist ziemlich viel passiert, die Woche über. Da haben wir wieder viele Tiere verloren, ein paar neue dazu bekommen. Ich denke, wir treffen uns da mal vielleicht an der Base von den Dead. Wie heißen sie? Oder Candy Cane, ne? Oh, die ganzen Tribes hier. Ja, die sind hier direkt bei uns. In der Nähe. Auf dieser verlassenen Insel. Da waren wir heute ja schon mal. Die haben auch schon wieder was Neues gezähmt. Da müssen wir ein bisschen auf unser Archie warten. First, wo bist du? Haben wir dich abgehängt? Sieht so aus. Der ist wirklich langsam hier. Sie ist wirklich langsam, unser First. Aber dafür kann sie Tiere betäuben. So, jetzt haben wir es bald. Unsere Ausdauer ist auch schon wieder fast aus. Und ja, wahrscheinlich muss ich sie dann fast nehmen, damit wir so ein bisschen was Sinnvolles tun können. Mit ihr können wir uns so ein bisschen verteidigen. Wir haben sonst nicht so viele Tiere, mit denen wir fliegen können und uns verteidigen können. Außer den Dimorphodons. Die wären natürlich deutlich schneller. Wir haben den Elite Mesopithecus. Wir haben ein Zuchttier. Ein Zucht, Sabertooth. Aber ich glaube, wir haben keine... Nee. Sieht nicht so aus, als hätten wir noch Elite-Dimorphodons. Das ist schade. Können wir nichts machen. Ich glaube, dann nehmen wir den Archie mal mit. Der ist auf jeden Fall leer und frei. Können wir ein bisschen was zu fressen hier. Das können wir mal wegwerfen. Und wir ziehen mal unsere Rüstung wieder an, das ist immer gut.
Und dann schauen wir mal, was wir so reißen können. Drachenmäßig. Das wäre ziemlich nice, wenn wir einen Poison Drake hatten. Dann können wir auf jeden Fall easy alles zähmen, was wir wollen. Und dann können wir uns mal hier unserer Base ein bisschen widmen. Und ich denke, wir können es dann auch besser verteidigen. Obwohl wir uns gegen Dodo Rex dann immer noch nicht verteidigen können. Naja, mal schauen. Das müsste die Insel sein. Da ist so ein riesen Felsen drauf, also ist eigentlich gut zu erkennen. Wir sind nur noch nicht nah genug dran. Das ist die verlassene Insel, das spawnt nix. Die Drachen sieht man halt. Die Drachen sieht man auch auf große Distanz. Besonderheit von den Drachen. Die werden immer als erstes gerendert. Ich weiß nicht, auf welche Distanz, ich glaube fast unendlich. Also die sieht man extrem früh. Ist manchmal ganz nützlich, die Wyvern haben auch eine große Aggro-Range. Die fressen einen ganz gerne, wenn man zu nah rangeht. So, schauen wir mal. Oh, Dodo Rex. Sag mir bitte, dass der freundlich ist. Ja, der ist sicher freundlich. Der muss freundlich sein. Sonst hätte er schon alles angegriffen. Wieso läuft er da so verrückt rum? Die haben auch, wenn sie gezähmt sind, kein Overlay. Ich glaube, der versucht irgendwem zu folgen und scheitert kläglich. Oder was ist da los? Ich habe so ein bisschen Angst vor diesen Dodo-Rexen. Dass sie auch immer noch kein Overlay haben. Wieso wird denn das nicht gefixt? Also ein paar Sachen frage ich mich schon, was da los ist. Sein neues Tierchen ist garantiert der Dodo-Rex. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Okay, ich glaube, wir können landen. Es scheint sicher zu sein. Ja, der läuft hier so ein bisschen komisch rum. Crazy stuff. Servus. Ich habe ein paar Poison Drakes gesehen auf der schwebenden Insel, die waren aber ziemlich low level. Aber mir ist eigentlich egal, also Level ist mir wurscht, Hauptsache ein Drache. Zählen wir erstmal überhaupt einen Drachen und Da dann. können wir uns ja den höchsten Leveling raus. Ja, schauen wir direkt zur fliegenden Insel. Hast du eine Drag-Tribute dabei? Nee, Nee, ich habe muss ich noch. die nämlich noch kurz. Da müssen wir einen Drachen töten und dann mit Golden Treats irgendwie so einen Trophy herstellen, ne? Ja, mit einem Golden Speed und mit einer Drag-Trophy, dafür muss er besser sein killen. Wir haben noch ein paar Drag-Trophies. Oh, ich glaube, ich habe noch eine im Agentar, was ich. Also Golden Treats hätte ich noch, die habe ich Boah, aber ich nicht komme nicht dabei. mehr zurecht. So, wo ist er hin? Ich glaube, er ist in die Base rein. Ja, es sieht wirklich cool aus, dieses Metal and Glass. Ist halt ganz nett, dass man da auch mal reinschauen kann, was da drin so los ist. Ja, Wachentrippen, da hatte ich noch, also ich bin jetzt. Ja, super cool, legen wir los, oder? Ich bin so ein bisschen langsam mit dem Archie. Gut, fliegen wir mal voran Ich einfach. habe jetzt auch erst angefangen, den auf Movement zu scannen. Das ist wichtig zum Wyvern-Zähmen, ne? Also Movement Speed braucht man, glaube ich, ganz gut zum Wyvern-Zähmen. Weil die so unglaublich schnell sind. Mal sehen, ob wir es mit einer Stamina-Ladung schaffen. Ich denke aber schon. Wir haben eigentlich ziemlich viel Stamina. Ich habe einfach nur nicht aufgepasst. Und durchs Kämpfen verliert man natürlich auch sehr schnell. Mal gucken, ob die Drachen noch da sind. Aber ich denke schon, Drachen
Ja, es gibt eigentlich nichts, was einen Drachen besiegt. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendein Drachen in der Wildnis besiegt worden wäre. Egal wovon. Das ist also unglaublich selten. Bis passiert eigentlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die sich mit Wardens anlegen. Das wäre sowas. Das wären Gegner, denke ich mal. Die könnten theoretisch gewinnen. So, da vorne sind wir dann. Oben auf der Insel gab es ja noch eine Wyvern, vor der müssen wir uns in Acht nehmen. Da habe ich das Level nicht mehr, ich glaube, wir haben es gar nicht nachgeschaut, ne? Da müssen wir halt wissen, wie das Level ist. Dann wissen wir, wie gefährlich die ist. Aber da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich denke mal, da wird es schwierig, den Drachen zu zähmen. Vielleicht, wenn wir ihn irgendwie weglocken könnten. Also die Wyvern sind nochmal viel, viel stärker als die normalen Drachen. So, vor den Drachen kann man ganz gut fliehen und so. Die sind nicht so super gefährlich. Und die Wyverns, die machen einen fertig, wenn sie einen sehen. Da kommt man auch mit dem Elite-Dimorphodon nicht weg. Die sind einfach zu schnell. So, ich glaube, wir brauchen eine kurze Zwischenlandung da oben. Und dann gucken wir mal, ob wir die Poison Drakes finden. Vielleicht ist schon wieder was Neues gespawnt. Wir waren ja schon länger nicht mehr da. Wer weiß, was da alles spawnt. Schauen wir mal. Aber vorher eine Sicherheitslandung hier. Kurz Stamina-Regen. Sehr schön. Kurze Regen. Guck mal die Insel oben an. Vielleicht finde ich ihn gut. Jo. Kamikaze ist auch on. Okay. Bin ich gespannt. Also ich glaube, die waren ganz ähnlich. Die waren, glaube ich, beide irgendwie Level 50, sowas in dem Dreh. Oben und unten, ne? Also nichts Umwerfendes. Aber schon mal ein guter Anfang. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger werden. Oh ja. Deutlich vorsichtiger. Ich denke, das. Was war das? War das ein Giga? Also das ist ein Wyvern auf jeden Fall. Boah, ist der laut. Ja, ist der Warden, das ist der Giga Warden. Weiß nicht, warum wir Alpha-Musik hatten. Das ist der Giga Warden. Okay, da ist ein Poison Drake. Und ein Feuer Drake. Die machen Rex fertig. Und der ist Level 36 oder was? Ne, ist ein anderer hier. Oh, ich sehe gar nichts. Die sind viel zu schnell. 81. Boah, das ist ja ganz gut eigentlich. Schon an die 100. Ja, da unten, wo ich hinguckt, der wurde gerade von der Wyvern angegriffen. Also, pass mal auf, da fliegen noch die Viecher von denen rum, nicht, dass die dich. Das sind 81er, ne? Ist eigentlich schon ganz nett. Der Preußen, ja. Hab ich noch Ja. gar nicht geguckt, also. Der Wyvern bekämpft gerade den Giga Warden, ne? Bin ich Ja, ich gespannt. weiß nicht, ich würde den Drachen dann irgendwie am Landen locken oder so. Da unten, wo der Drop ist beim Fluss ungefähr, würde ich den hinlocken. Okay. Ja, cool. Ich folge dann in sicherem Abstand, denke ich. Wir Ja, müssen. wir. Auf den Wyvern müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Guck mal, dass ich die Akku vom Poison den kriege und nicht noch vom Feuer Drake. Ich guck mal, dass ich gar keine Akku krieg. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also vor den Drachen kommen wir nicht weg, die sind sehr schnell. Und wir gucken mal da, fliegen mal hier in den Umweg außen rum. Das
Noch mal gucken, dass wir genug Ausdauer haben, um notfalls so ein bisschen wenigstens fliehen zu können. So, ich sehe Ronnie gar nicht. Ich glaube, der ist ja gerade drin, ja. Okay, er hat ihn. Nice. Er hat ihn geholt. Und der Fire Drake ist irgendwo noch unterwegs. Super cool. Wow, das geht ja richtig gut. Der folgt ja richtig. Als wüsste er, was er tun soll. Hier ist unsere Taming Box. Die brauchen wir jetzt für den Drachen wahrscheinlich eher nicht. Wäre natürlich auch ganz günstig gewesen. Aber es ist immer schwierig, die Tiere da reinzubringen. Und ich muss da unbedingt mal eine Tür installieren. Das ist eine gute Idee. Da habt ihr geschrieben, ich soll doch einfach mal eine Tür installieren. Die ist zwar viel zu hoch, aber ich denke, die wird es trotzdem zuverlässig abdichten. Wow, die kann man über die gesamte Karte kiten, die Drachen. Das scheint überhaupt kein Problem zu sein. Und man sieht die halt auch so weit. Das ist echt angenehm. Dann kann man immer schön auf sicherem Abstand bleiben. Nice. So, wir haben Sedative dabei. Wir brauchen also nur die Trophy. Das sieht echt bildschön aus. Also so ein Kampf zwischen Drachen ist einfach... Sieht super cool aus. Mal sehen, wie lange es dauert. Der ist jetzt gar nicht so low, also 80 immerhin. Ist schon gar nicht so schlecht. Okay, ich glaube, er flieht. Also so lange kann es nicht mehr dauern. Mal sehen, ob wir da noch in die Nähe kommen, dass wir was sehen. Und? Ich glaube, er geht down. Ja. Er geht down. Er ist down. Ja. Yeah. Ging ja ganz gut. Ziemlich schnell. Oh, er liegt im Wasser. Nice. Keine Ahnung, ob Drachen irgendwie von irgendwelchen anderen Tieren angegriffen werden. Wahrscheinlich nicht. Okay. So. Sweet. Wenn er dann mal runterkommen würde, könnte ich ihn dir auch anklären. War super cool. 121 ist er rausgekommen. Nice. Nice. Das ist wirklich cool. Also mit ihm können wir, denke ich, dann alles zähmen. Yeah. Mega cool, danke dir. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich den Sattel hergestellt kriege. Wir haben noch einen über... Okay, ich habe hier erstmal wieder einen Absturz. Ark findet immer den richtigen Moment. Für einen richtig schönen Absturz. Vielleicht lag es am Drachen. Das kommt manchmal vor. So, nächster Versuch. Und sofort wieder da. Zum Glück müssen wir nur den Server joinen. Das geht ja ganz schnell. Wir müssen hier kein Spiel laden. Singleplayer dauert ein bisschen länger, wenn es abstürzt. So sollten wir jetzt sofort wieder da sein. Zum Glück nicht im Flug, also mir ist es bis jetzt noch nicht im Flug passiert, da hatte ich wirklich Glück. Wenn es im Flug abstürzt, dann verliert man ganz gern alle seine Sachen, weil man keine Ahnung hat, wo man war. Das hatte ich im Singleplayer schon mal, das war schon ewig her. So. Jetzt sind wir wieder da.
Super cool. Jetzt ist hier mitten in der Nacht und wir brauchen den Sattel. Jetzt gucken wir mal, was der Sattel eigentlich kostet. Guck mal, Follow. So. So, jetzt haben wir den ersten Drachen. Ach so. Ich denke mal, wir fliegen schnell zu ihm. Dann muss er nicht wieder herkommen. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, was der Sattel kostet. Auf jeden Fall. Zumindest mal. Ich denke, wir brauchen dann. Ja gut, wir brauchen wahrscheinlich eine Smithy, um den herzustellen. Und dann sind wir schon ein bisschen besser dabei mit einem Drachen. So, ich habe keinen Plan, wo wir sind. Okay, das ist die Vulkaninsel. Die Rauchsäulen sieht man ganz gut. Wir fliegen jetzt einfach in die andere Richtung. Die fliegende Insel sehen wir im Moment nicht. Das ist ein ganz ausgewachsenes Unwetter hier. Wir sehen so gut wie gar nichts. Aber hier ist auf jeden Fall das Meer. Dann müsste die Richtung eigentlich ganz gut stimmen. Ja. Yeah. Super nice. Na, der hat überhaupt kein Problem zu folgen. Weiß gar nicht. Ich glaube, der automatisch so weit weg folgt. Müssen mal die Following Distance checken. Ist auf Medium. Das ist komisch, der folgt uns auch über uns und nicht hinter uns. Eigentlich ziemlich praktisch. Dann kann er direkt spucken, wenn es irgendwas angreift. Gar nicht so doof. Okay. Das müsste das Redwood Biome da vorne sein. Und wir brauchen wahrscheinlich fast mal eine Zwischenlandung noch. Ja, da vorne ist der Felsen. Wir sind auf dem richtigen Kurs. Perfekt. Das ist beim Unwetter gar nicht mal so einfach manchmal. Ich glaube, wir gehen kein Risiko ein, sondern machen noch einen kurzen Zwischenstopp. So. Ich glaube, hier ist es halbwegs safe. Machen wir mal Licht. BA Drake. Nice. Super nice. So, weiter geht's. Wir müssen dann mal die Stats checken. Habe ich auch noch nicht gemacht. Da bin ich auch ziemlich neugierig, was der jetzt eigentlich für Stats hat mit dem Level. Aber ich weiß, dass die richtig extrem Torpor-Schaden machen. Also ich denke, der wird so 15.000 Torpor-Schaden machen eigentlich. Vielleicht nicht ganz so viel, ne? Im Singleplayer hatten wir, glaube ich, einen wilden Drachen getroffen, der hatte Level 300 oder so. Ich glaube 300. Der hat 13.000, 14.000 Torpor-Schaden gemacht. Also wird er hier wahrscheinlich eher so 8 machen. 6 bis 8. Sehen wir dann alles. Auf jeden Fall genug. Da hinten ist er. Kommt er nicht mit? Ja, der wartet immer ein bisschen. Der weiß, dass er ganz gut aufholt. Der hat da keinen Stress. Und jetzt landen wir hier mal. Und lassen uns gleich einen Sattel geben. Und ich schau mal, was der so kostet, der Sattel. Einmal absteigen, bitte. Wunderbar. Okay, er folgt unserem Archie. Passt alles. Jetzt schauen wir mal nach dem Sattel. Ich hab dir den hier mal geworfen. Super, danke dir. Yeah, und wenn ich ihn von Follow runternehme, dann müsste er irgendwann landen, ne? Theoretisch. Ja. Geschafft. Was macht denn der Dodo-Rex schon wieder? Eben.
Der sieht ja auch super cool aus mit diesen blauen Zeichnungen. Frisch getankt 324.000 ist aber irgendwie. Der rennt hier die ganze Zeit umher, als wenn er wild wäre. Ich habe ihn jetzt bei Margi auf Follow gestellt. Okay. Hab noch keinen Sattel, den muss ich gleich noch herstellen. Und ein Overlay hat er auch nicht. Ja, doch, ganz oben in der Luft schweben. Okay. Oder was? Also jedenfalls ist bei mir da oben in der Luft das Level. Ich sehe gar nichts. Vielleicht, wenn ich auf ihm draufstehen würde oder so. Aber ich glaube, unser Drache ist gelandet. Da sitzt er. Also, sie brauchen wirklich ganz schön lange, um zu landen. Oh. Yeah. Viel Spaß damit. Ich würde auf ungefähr 21.000 Leben Level, 5.000 Stamina und den Rest Movement oder weil wenn ihr damit dann eine Wiver oder so tame wollt irgendwann mal, die ist der Zappel ganz, dann hält er ein bisschen was aus. Okay. Dann brauchst du einiges an Speed, oder? Für eine Wiver. Wenn du den entkommen willst, so 165, 170, glaub. Wow. Dann fliegst du ihn. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen leveln. Ja, super cool, danke dir. Die werde ich gleich mal ausprobieren hier. Boah, komm. Geschlechtlos sind die Drachen. Kannst du auf jeden Fall so gut wie alles. Das glaube ich. Sie sehen auf jeden Fall total cool aus. Vielleicht wird es irgendwann hell, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ansonsten, mit der Fackel sehen wir natürlich auch ein bisschen was. Sehen cool aus. Und ja, jetzt probieren wir den mal aus, hätte ich gesagt. Machen ziemlich viel Krach beim Gehen, das ist schon mal klar. Und diese Dodo-Rexe, die hier immer rumlaufen, die machen mich ganz schön nervös. Die waren eigentlich mal in Ordnung, also der Bug, dass die irgendwie in der Base rumlaufen, der ist neu. Den kenne ich nicht. Ich kenne nur den Overlay-Bug. Yeah. Wir haben den Drachen. Wenn auch nicht selber gezähmt. Haben wir jetzt trotzdem mal einen Drachen zum Testen. Und ja, super schnell ist er jetzt auch nicht. Da müssen wir wohl noch ein bisschen skillen. Okay, Rechtsklick ist der Atem. Und C. C haben sie... Okay. C ist aufheben, denke ich mal. Also Tiere aufheben. Stamina haben wir auch nicht super viel. Geht recht schnell aus. Im 100... Gut, das bin ich. Wir haben 1260. Das macht schon mehr Sinn. 1260 Stamina. 13.800 Life. Okay. Ja, ein bisschen mehr live vielleicht, wie Ronnie schon gemeint hat. Und ja, Movement Speed auf jeden Fall auch. Das ist mir zu wenig so. Ich möchte dann auch fliehen können, wenn ich vielleicht Probleme kriege mit einem Drachen, den ich zähmen möchte oder so. Melee Damage sieht ziemlich gut aus. Das ist auf jeden Fall nett. Und jede Menge Food. Na gut, Gewicht haben wir auf jeden Fall genug, um alle Sachen zu machen, die wir so zu tun haben. Was der Sattel kostet, können wir jetzt nicht nachschauen. Da müssen wir uns eine Smithy, denke ich, herstellen. Wir hatten ja mal geguckt hier. Drake. Da mussten wir irgendwas anderes für lernen. Und zwar Drake Tribute. Kostet beides ziemlich viele Engram Points. Anunnaki Workbench und nochmal Anunnaki Workbench. Ich habe die jetzt mal gelernt. Das heißt, wir können uns das auf jeden Fall mal anschauen, sobald wir irgendwo eine Anunnaki Workbench stehen haben. Fliegen wir erstmal zurück. Und ja, müssen wir mal gucken, was Google Express so plant. Vielleicht können wir ein bisschen an der Base arbeiten, das wäre ganz cool. Und dann können wir uns mal die Workbench herstellen und schauen, was das Zeug eigentlich kostet. Also Drake Tribute sollte normalerweise ein Golden Treat und ein Drake Tribute kosten. Also da bestellt man praktisch aus dem Tribute, den man farmt. So, wir haben unsere Archie Lady wieder abgehängt. Also man tötet einen Drachen, kriegt so ein Tribut und
mit einem Golden Treat verarbeitet man den dann wirklich, so dass man den auch nutzen kann, um wieder einen Drachen zu zähmen. So funktioniert das im Moment. Ich sage extra im Moment, das ändert sich ganz gerne. Die sind ziemlich wild am Patchen, die Anunnaki-Leute. Und wir sollten jetzt in der Lage sein, Low-Level-Drachen zu betäuben. Und wenn wir sie betäubt haben, können wir sie natürlich auch töten. Und uns so weitere Tributes holen. So, jetzt sind wir wieder an unserer Base. Mal sehen, ob wir Kugelexpress finden. Der hat hier die beiden Plattformen hingestellt. Das ist schon mal cool. Und da sind sie auch. Mit Gummilutscherin, also wir haben doch noch den Elite Dimorphodon. Servus! Mal sehen, was die so geplant haben. Man muss bei den Drachen immer hinten absteigen. Ganz wichtig. Und ja, die sind sonst ein bisschen schwierig zu nutzen, also man sollte hinten absteigen. Ich glaube, er ist gerade AFK, ehrlich gesagt. Den fragen wir gleich mal, was er so geplant hat. Ob wir vielleicht an der Base was weitermachen. Wir müssen auf jeden Fall mal Betten hinstellen, das wäre das Allerwichtigste. Ich glaube, wir gucken mal, ob wir uns ein paar Schlafsäcke herstellen können. Und wir müssen unseren Pteranodon auch noch testen, das haben wir auch noch nicht. Wir haben jetzt jede Menge neue Tiere. Yeah. Also man bleibt auf dem Rücken stehen, das ist schon mal cool. Den Archie lassen wir jetzt mal landen. First lande. Jetzt springe ich mal ab und schaue, ob das auch in die Luft geht. Ja. Aber er landet. Oder was? Ja, er landet. Das ist komisch. Also wenn er in der Luft schwebt, dann landet er nicht freiwillig, dann dauert das ziemlich lange. Wenn man ihn jetzt auf Follow hat und dann von Follow runternimmt. Aber so landet er direkt mit einem. Das ist natürlich ungünstig. Das sind die Quetzals natürlich praktischer. Na gut. Trotzdem nice. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Drachen. Und wir brauchen eigentlich nicht auf dem Rücken zu stehen normalerweise. Außer wir benutzen das Fernglas. Das ist wahrscheinlich wieder ziemlich schwer zu nutzen. Wir haben vorne den Kopf. Ja, es geht eigentlich. Was war das denn? Ich kann das Fernglas nicht mehr benutzen. Okay, es geht. Okay. Wenn wir mit dem Fernglas Richtung Drache kommen, dann funktioniert das nicht mehr. Sieht so aus, als könnten wir das Fernglas schwer benutzen auf dem Drachen. Sobald der Drache irgendwie in Sicht kommt, funktioniert das Fernglas nicht mehr. Wird wieder weggesteckt praktisch. Okay. Also gibt es auf jeden Fall ziemlich viele interessante Mechaniken da, die wir noch nicht kennen. Ja, eigentlich müssten wir jetzt auch ein bisschen mit ihm leveln gehen. Oder ich gebe ihm die Tiny Experience Potion. Ich glaube, die gebe ich ihm einfach mal. Die hat er auf jeden Fall verdient. Mal sehen. Ja, Level up. Gehen wir ein bisschen in Movement Speed. Okay, wir kriegen wenigstens 2,5, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich glaube, wir machen erstmal Movement Speed. Das ist eigentlich das Wichtigste im Moment. Er ist ziemlich langsam. Bisschen live. 15.000 live, gut. Für den Anfang reicht das dann. Einen Wyvern möchte ich jetzt mit ihm erstmal nicht zähmen. Also die haben kein Geschlecht, die kann man, denke ich, nicht nachzüchten. Die Wyvern kann man ja nachzüchten, haben wir gelernt. Bei den Tieren, ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es auch irgendwie, aber sie haben erstmal kein Geschlecht auf jeden Fall. So, das ist der Gummilutscher. Kugelexpress ist unterwegs. Schauen, was wir jetzt noch machen. Wir müssten wahrscheinlich jede Menge Ressourcen farmen, nehme ich mal an. Und ja, ich weiß nicht, was er genau geplant hat auf den Plattformen. Wir hatten immer noch das Fernglas draußen, das ist also ziemlich buggy. Na gut. Was passiert denn, wenn wir mit Fernglas aufsteigen? Na, es funktioniert erstmal. Ja, okay, jetzt funktioniert's. Jetzt können wir durch den Drachen durchschauen.
Ja, am Boden funktioniert's. Wenn wir abheben, funktioniert's wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt funktioniert's einwandfrei. So, jetzt wieder nicht mehr. Na gut, lassen wir das mal sein. Ist also ein bisschen tricky mit dem Fernglas auf dem Drachen. Ja, scheint hier irgendwo eine Smithy stehen zu haben. Achso, er ist am Mammut unterwegs. Servus. Weiß nicht, ob er Sound anhat. Er hat schon jede Menge Ressourcen auf jeden Fall gesammelt. Wir könnten natürlich auch ins TS gehen, das wäre ein bisschen einfacher. Und dann können wir mal schauen, was wir so zu tun haben eigentlich. Wir haben jede Menge zu bauen. Ich weiß nicht genau, was er geplant hat, hier zu bauen. Auf jeden Fall haben wir hier schon zwei Plattformen stehen. Da hat er schon angefangen. Und es wäre jetzt ziemlich wichtig, dass wir hier mal was aufstellen. So, wir stellen mal kurz ein paar Schlafsäcke her, das wäre ziemlich cool. So. Und wir haben ja auf dem Terrorbird ein bisschen Hide liegen. Wo ist der Terrorbird? Den müssen wir erstmal wiederfinden. Da hinten steht er. Drei Hide, ich hoffe. Ja, 200. Wir haben ein bisschen mehr, wollte ich sagen. Schlafsack. Hide, Sleeping Bag. Brauchen wir noch Fiber? Das habe ich ja in die Kiste gepackt. Ja, da haben wir jede Menge Fiber. Gut, suchen wir das Ding direkt wieder. Geht am schnellsten. Stellen wir mal zwei oder drei her. Und hier oben lagen welche. Die gehören auch uns. Aber ich konnte da nicht spawnen. Keine Ahnung. Ich denke, ich lege selber mal ein paar hin. Also der eine ist von Google Express, der andere ist von Sonic. Möglicherweise muss man die selber hinlegen, damit man die benutzen darf. Aber das wäre mir jetzt neu. Also bei Betten ist das ja nicht so. Ja, die dritte auch noch. Jetzt haben wir sie alle. Dauert einen Moment. Ich lege mal einfach eine daneben. Und dann legen wir vielleicht hier unten auch noch irgendwo eine hin. Damit wir auf jeden Fall welche haben. Falls es mal hart auf hart kommt, legen wir hier mal zwei in die Ecke. Nicht, dass wir das nächste Mal wieder so weit fliegen müssen. So, da hatten wir ein Lag. Wir machen es einfach nochmal. Sitzt. Sieht richtig gemütlich aus. Möchte mich gleich schlafen legen. So, wir haben ja wieder diesen Bug hier. Hell-dunkel. Unseren Hell-dunkel-Bug. Das ist hier. Ja, das ist so ein Decenter-Ding einfach. Überall, wo wir hohe Felsen haben, stimmt das irgendwie nicht so ganz mit der Beleuchtung. Kann man nicht ändern. So. Okay, ich denke, wir machen jetzt einfach mal 5 Minuten Pause. Kleine Trink- und Esspause. Und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Ob wir an der Base vielleicht ein bisschen was bauen. Das wäre jetzt am dringlichsten eigentlich. Und wir haben jetzt zumindest mal einen Poison Drake. Und wenn wir das nächste Mal irgendwas sehen, dann können wir das gnadenlos zähmen. Das Einzige, ja, wir brauchen mal ein starkes Tier, vielleicht ein Giga oder so, damit wir uns unsere Golden Treats holen können. Ich habe unsere Golden Treats auf irgendwen gepackt und ich weiß nicht mehr auf wen. Vielleicht hier auf... Na, auf dich nicht. Vielleicht auf ASAP. Irgendwem habe ich die Golden Treats gegeben. Oder habe ich die in die Kiste? Ich glaube, ich habe die in die Kiste getan, ne, weil die so schwer waren. Wir haben jetzt noch zwei übrig. Da müssen wir also wirklich schauen, dass wir da welche ranbekommen. Das wäre ganz wichtig. Ich nehme die mal wieder mit, dann weiß ich zumindest, wo sie sind. Und die liegen nicht im Weg rum. Okay, dann machen wir 5 Minuten Pause. Und danach schauen wir mal, was noch geht heute.